So, Dele. Ja, es ist immer noch ein Alpha-Bild. Wir wissen Bescheid, wir wissen Bescheid. Ich sollte eigentlich genügend Nachschub für meine Alien-Abwehr haben, ne? Das Problem ist bloß, wir brauchen eigentlich noch mehr Kampfjets zum Abfangen dieser wirklich ätzenden Flieger. Oder einfach noch bessere Technologie, um sie besser abwehren zu können. Das ist für uns alles momentan noch nicht so einfach. Mach's gut, Little. So, da, da. Also, unsere Truppen sind hier gerade eben noch auf dem Rückweg. Und wir haben. Oh, wir haben sogar Geld. Vielleicht sollten wir dieses Geld benutzen. Habe ich eigentlich diesen Hangar schon? Ich habe diesen Hangar in Auftrag gegeben. Das heißt, wir bauen. Ne, oder sind wir sogar schon dabei? Luftwaffe. Oh, ich hätte sogar einen Phantom-Abfangjäger, aber ich brauche mehr Alloys. Aber wir basteln ja gerade eben Alloys. Wir haben 20 Alloys. Also ich brauche 20 Alloys, um den bauen zu können. Also machen wir mal Alloys. Boah, die brauchen 4 Tage dafür. Das ist ja krass. Gut, dann heizen wir mal mit der Zeit durch. Ravenor möchte Klerngardinen anhaben. So, schwere Gausswaffen. Wir haben jetzt Vergrößerungen der Technologie, die unsere Gausswaffen verwenden, abgeschlossen. Die Gausskanone und die Gaussblaster stehen jetzt zur Produktion in unserer Technikabteilung zur Verfügung. Die Gausskanone ist eine Waffe, die auf unseren Kampffahrzeugen angebracht werden kann. Sie wird wie ein übergroßes Scharfschützengewehr verwendet und nutzt supraleitende Elektromagnete, um einen großkalibrigen Eindringkörper, man könnte auch sagen Impaktor, aus Wolfram und auf enorme Geschwindigkeit zu beschleunigen. Auch wenn dieses Projektil leicht durch selbst schwere Schlachtfeldrüstungen dringen und massiven Schaden bei allen Dingen, die es trifft, verursachen wird, ist die Waffe nicht unbedingt für jede Situation zwingend geeignet. Beachten Sie die niedrige Feuerrate und die begrenzte Munitionskapazität. Keines dieser Probleme betrifft den Gaussblaster, ein großes Repetiergeschütz für den Gebrauch an Abfangjägern. Es verschießt die gleichen Überschall-Wolfram-Eindringkörper wie die Gausskanone, bietet aber die enorme Feuerrate, die ältere Autokanonendesigns auszeichneten. Ein Trommelfeuer mit solchen Kugeln wird eine vernichtende Wirkung auf jede bekannte UFO haben. Nicht nur haben sie ausreichend kinetische Energie, um mehrere Zentimeter Panzerung zu durchschlagen, sondern die schiere Geschwindigkeit jedes Einschlags hat eine zerschmetternde Wirkung, die die Rumpfpanzerung stark geschwächt zurücklässt. Um die gleichen Grundsätze könnten eingesetzt werden, um diese riesigen Geschütztürme zu verbessern, die unsere Einrichtungen vor angreifenden UFO schützen. Eine entsprechende vergrößerte Version des Gaussblasers könnte es theoretisch mit feindlichen Flugzeugen auf große Entfernung aufnehmen und sie zerstören, während diese noch versuchen, Truppen abzuladen. Das ist interessant. Also, wir können nun die Technikprojekte Gausskanone für Fahrzeuge machen. Gauss-Schnellfeuergewehr für Fahrzeuge und Gauss-Geschützverbesserungen. Was wollen wir als nächstes forschen? Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal das Ausputzergerät. Das führt uns im Plot ein bisschen weiter. Bin gespannt, ob es da Plot gibt. 6 Tage wissen wir mehr. Das kostet nur Geld. Das kostet Alloys und zwar nicht wenig. Ja, also ich würde die Alloys jetzt hier noch nicht benutzen. Bei Waffen. Ja, wir haben sie Gauss-Pistole. Das kostet alles Alloys, ne? Kostet alles Alloys. Unsere Techniker haben die Aufgabe abgeschlossen. Ah, warte mal. Okay. Das heißt jetzt, wir dürften eigentlich das Flugzeug jetzt, genau den Phantom jetzt hier produzieren können. Dauert 3 Tage. Also, ein weiterer Kampfjet. Und wir haben eine weitere Nanotech-Werkstatt. Das ist nun die dritte und wir können dadurch jetzt weitere Techniker anheuern. Okay, kostet 350.000, die anzuheuern.
Clan Gaddon, dieses Ravenor, möchtest du damit den Flieger benennen oder irgendeinen Infanteristen? Da ist wieder ein UFO. Moment. Ein kleines. Okay, ich versuche Abfangjäger zu starten. Vielleicht überstehen die das ja sogar, unsere Jägerchen. Oh shit. Mal gucken, ob wir das automatisch schaffen. Ja, wir haben es geschafft. Okay, Ergebnis akzeptieren. Das war wieder ein Entführer. Sollen wir da einfach nur die Kohle holen und es abgeschossen haben oder sollen wir angreifen, Freunde? Was sagt ihr? Sagt mir, was wir hier am besten tun sollen. Hier haben wir Kohle. Okay, Money, Money, Money. Okay, Angriff, Angriff, Angriff. Ah, es kommt dann doch ganz viel Angriff. Ah, es ist so 50-50. Wir machen mal hier in diesem Fall die Kohle. Wir machen mal in dem Fall die Kohle. Das sind halt die sehr kleinen. Ich habe nicht vor, gegen die hier zu kämpfen, wenn ich es nicht muss. Nicht mit nur zwei Abfangjägern. Das ist mir einfach zu kritisch. So, die sind wieder auch vollgetankt. Sag mal, die tauchen halt immer wieder in unserem Radar jetzt hier auf, ne? Ich werde hier nicht... Jetzt sind die Engineers da, cool. Wie lange braucht ihr denn noch für das Gerät? Eine Stunde. Unter einer Stunde, dann ist er da. Okay. Jetzt ist der nächste Abfangjäger fertig. So, durch diese vielen Techniker machen wir jetzt auch mehr Geld. Wir gucken jetzt erstmal, ne? Wir haben also einen weiteren Abfangjäger. Dem wir natürlich jetzt auch erstmal eine Laserlanze noch mit reingeben. Ich will mal gerade mal speichern und gucken, ob die jetzt dazu in der Lage sind, sich diesen UFOs zu stellen. Ich möchte das wissen. Abfangjäger starten. Okay, die Merp Force One ist ganz schön angeschlagen. Clan Gaddon hätte einen Soldaten gern. Okay. Jetzt gucken wir mal. Schafft ihr das? Also, das hier ist eines, was ich. Was sagt das Spiel, wenn ich es automatisch mache? Alter Falter, wie stark sind die denn? Das ist so brutal. Wir akzeptieren das Ergebnis. Nee. Hä? Ach nee, die sind alle abgeschossen worden, die dann akzeptieren. Ich dachte, ich hätte das gewonnen, weil einer bei mir sah noch so aus, als ob ich noch Lebenspunkte hätte. Okay, okay. Ich bin irritiert. Meine waren alle kaputt, ja. Ey, wie stark sind denn diese Abfangjäger von den Aliens? Das ist ja brutal. Ich bin erschüttert, Freunde. Die zerstören alle Militärbasen. Ja. Ich finde das gerade eben schwierig. Jaja, das Problem ist, wir brauchen dafür Legierungen, Zauberer. Wunderschön, auch an dich darfst du. Ja, ich brauche die Gauss-Waffen. Also, ohne die Gauss-Waffen brauche ich ja nicht angreifen, glaube ich. Also. Gauss-Waffen brauche ich 50 Alois. 50. Also machen wir mal Alien-Legierungen. Nur so kommen wir an die Gauss-Waffen ran. Das wird ein teurer Spaß, ich sag's euch. Eine Woche später.
Ja, ich weiß, dass da diese UFOs unterwegs sind. Ich kann... Quantenfanal. Okay, wir haben also die eine Forschung abgeschlossen. Während die unheimliche Natur des Ausputzergerätes nicht sofort offensichtlich zu sein scheint, gibt es keinen Zweifel daran, dass es Verderben über Ex-Death brachte und vielleicht unsere gesamte Spezies. Diese enorme Maschine wurde im Zuge einer jahrzehntelangen Projektes zum Senden und Empfangen von Daten über diesen Quantenraum gebaut, um die Kommunikation mit dem Außerirdischen aufzubauen, die das abgestürzte UFO gebaut hatten, das im isländischen Gletscher gefunden wurde. Dies war vom Anfang an ein törichtes Unterfangen. Die existenziellen Risiken eines Kontaktversuches mit fortgeschrittener Zivilisation sollten offensichtlich sein. Nachdem ein plumper Quantenkommunikator gebaut worden war, begann Ex-Death damit eine Willkommensbotschaft in die Leere zu senden. Innerhalb von 2 Wochen wurde eine Antwort empfangen. Ein sich wiederholender Strom von Rohdaten, umfangreich, dass der primitive Kommunikator Wochen benötigte, um sie herunterzuladen. Als das Signal schließlich entschlüsselt war, entdeckte man darin eine Bibliothek dreidimensionaler Bilder, detaillierte Baupläne für einen Sender mehrerer Größenordnungen, leistungsstärker als das rudimentäre Gerät, das Ex-Death gebaut hatte. In der Hoffnung, weiteren Kontakt mit den Aliens aufzubauen, wurde mit dem umfassenden Ausbau des Senders beinahe sofort begonnen. Das Problem hier ist einfach: Alles, was ein leistungsstarkes Quantensignal aussendet, kann auch verwendet werden, um einen Hyperantrieb zu triangulieren. So wird der folgende Sprung wesentlich präziser. Das heißt, es ist wesentlich unwahrscheinlicher, dass das Fahrzeug in einen Gletscher landet und benötigt noch dazu wesentlich weniger Energie. Deshalb ist es schwer vorhersehbar, dass Ex-Death-Archiv nur wenige Tage nachdem das verbesserte Gerät online ging, plötzlich endet. Da man unabsichtlich einen außerirdischen Navigationsfanal mitten in den eigenen Einrichtungen gebaut hatte, oh Gott, sie haben sie also versehentlich hergelockt, wurden sie wahrscheinlich von Alienkräften überrannt, die nur daran interessiert waren, das Tor zur Erde zu sichern. Es war zwar ein längerer Zeitraum, in dem die Deaktivierung des Senders die Alien-Invasion umgehend beendet hätte, wurde dieser Moment leider verpasst. Ein Quantensignal über unseren Planeten legt nahe, dass die Außerirdischen ein eigenes Fanal im hohen Orbit weit außerhalb unserer Reichweite gebaut hatten. Wir müssen eine andere Möglichkeit finden, unsere Feinde zu besiegen. Okay, also damit können wir sie nicht besiegen, sagt uns das Spiel. Dann gucken wir mal nach dem Ursprung der Aliens. Wäre so meine Idee. Und da wurde gerade eben sich gewünscht, dass... Der dritte Phantom, der soll Normandie S3 heißen. Normandie SR3. Hi, Skudin. Okay, okay. Dann gucken wir mal. Die Panik ist leider schon relativ weit oben. Wir machen auch wieder ein bisschen Geld plus, aber was willst du machen? Wir brauchen mehr Geld. Ah, die Normandie. Nicht Normandie, sondern Normandie. Normandie. Natürlich. Sorry. Dann ändern wir das gerade eben nochmal, dass es korrekt ist. Die Normandie. Gut. Okay, wir haben, glaube ich, jetzt hier genügend Zeug. Jetzt können wir die Luftwaffen hier, den Gauss-Blaster, mal angehen. Das kostet 500.000. Oh, please. Die Ursprünge der Aliens. Die Wahrheit ist einfach. Unsere primitiven Hirne haben den Zweck des Hyperantriebes fundamental missverstanden. Unsere außerirdischen Feinde verwenden diese Geräte nicht, um unser Universum zu durchqueren, sondern bleiben stattdessen ungefähr an derselben physischen Position und springen durch das Multiversum. Das Konzept multidimensionaler Reisen kann man nur schwer prägnant erklären, aber anscheinend sind viele alternative Dimensionen eigentlich wesentlich näher an uns im Sinne des Energieumwandelns, der erforderlich ist, um sie zu erreichen, als Proxima Centauri.
Unsere Feinde stammen also das kann man sich, glaube ich, so vorstellen wie mehrere Seiten eines Buches. Die sind räumlich näher als der untere und der obere Rand eines Buches. Nur damit man sich das räumlich vorstellen kann. Unsere Feinde stammen also von der Erde, aber der Erde einer entfernten Dimension, die sich stark von uns unterscheidet. Diese Ewigen scheinen interdimensionale Entdecker zu sein, die das Multiversum nach Welten durchsuchen, auf denen sich multizelluläres Leben entwickelt hat. Anscheinend existieren bei den Tausenden, die im Hyperantrieb verzeichnet sind, nur eine Handvoll solcher Dimensionen. Ich vermute, dass die unterschiedliche Alien, Rassen, denen wir begegnet sind, die unvorhersehbaren Lebensformen auf ihren Welten waren, bevor sie von den Ewigen erobert und unterworfen wurden. Jede stellt einen anderen Pfad der Evolution für die Erde dar, hätte sich der Zufall anders entschieden. In der Mitte dieser Hyperantriebskarte ist die Heimatwelt der Ewigen, der Sitz ihres Reichs, die den Ursprung der Invasion darstellt. Wir müssen irgendwann diese Welt angreifen, wenn wir den Sieg erringen möchten. Doch wissen wir zu wenig über unsere Feinde, um zu erkennen, wo dieser Schlag landen soll. Die Gefangennahme von Alien-Einheiten, insbesondere vom hohen Rang, zum Verhör sollte dieses Problem lösen und uns ausreichend Informationen über einen angemessenen Angriffsplan liefern. Hallöchen, Oddi. Gibt's größere Schiffe als Abfangjäger? Das wissen wir noch nicht. Also, wir können nun den Alien-Offizier verhören und die Quantenantenne durchführen. Fusionssprengsätze. Verhör Alien-Offizier. Ich mache jetzt mal das Verhör des Alien-Offiziers. Das wird uns nochmal weiterbringen und uns die Alien-Gesellschaft ein Stückchen näher bringen. Gauss-Geschützverteidigung wäre auch möglich. Quantenantenne. Verbessert alle unsere bestehenden Radarsysteme. Ja, erstmal Geld haben vor Lachen, ich sag's euch. Also, der Gauss-Blast ist abgeschlossen. Das sollten wir eigentlich dann in unseren Schiffen haben. Da, hier Gauss-Blaster. Das Ding macht 15 Schaden, Rüstungsdurchschlag 1. Der Laser macht auch 15 Schaden, hat aber keinen Rüstungsdurchschlag. Wie viel Rüstung zerstörst du? 3. Feuerwinkel 20, Reichweite 3. Das hat ja viel weniger Reichweite. Nachladezeit 0,25. Also gut, das Ding schießt aber auch viermal so schnell. Es schießt viermal so schnell, also ist es vielleicht es doch wert. Wir werden es mal ausprobieren. An einem Feind, der nicht so stark ist, wenn es nach mir geht. Mir fehlen auch Legierungen. Ich weiß, mir fehlen eine Menge Legierungen. Das ist gerade eben ein echtes Problem. Ich werde nochmal Legierungen basteln, hier 10 Stück oder so. Okay, weiter geht's. Na, bin Senio Jalapeno, grüße dich. Jetzt gibt's natürlich wieder keine Viecher, die kommen. Also, wir haben die Alien-Legierungen jetzt schon abgeschlossen. Ich lasse es absichtlich mal hier die Geld produzieren, ne, weil wir haben nicht viel Geld gerade eben. Habe ich das richtig gesehen? Die hatten noch keine Munition, dauert sicher auch. Die müssten eigentlich automatisch aufgetankt werden. Hier ist wieder ein großes UFO. Ey, ich versuche das jetzt hier mal abzufangen. Abfangjäger starten, Freunde. Wir testen jetzt hier unser Waffensystem. Und auch hier versuche ich meine Abfang... das ist nur einer. Nee, der macht gar nichts fürs Erste. Das ist zu gefährlich. Also gut, ich möchte mal diesen Kampf selber führen, um zu gucken, wie der jetzt für uns sich darstellt. Wir greifen jetzt hier von 3 verschiedenen Orten an. Und mit dem hier muss ich direkt schon mal ausweichen. Oh, guck mal, das Ding kann nach hinten angreifen. Okay.
Autsch. Das lief jetzt mal nicht schlecht. Meine alten Jets aufrüsten würde ich gerne. Ich habe nur noch einen. Es ist nur noch einer, lieber Graf von Ulm. Also wir werden jetzt hier hingehen müssen und ein Kampfteam entsenden, damit wir wieder an Alien-Legierungen rankommen. Sonst kriegen wir einfach keine Alien-Legierungen. Wir gucken gerade eben nochmal. Wir haben die ja alle jetzt hier schon hart ausgestattet mit allem Erdenklichen. Schaut euch mal an, wie hart unsere Leute jetzt hier inzwischen schon sind. Ich find's geil. Warte mal. Sturm, Schild. Haben alle Schildsoldaten Laserpistolen? Ich habe 3 Schildsoldaten, ja, dann passt das. Dann schwer. Aha. Ja, dir gebe ich dann lieber nochmal eine normale Pistole mit. Wir haben noch normale Gewehre, die wir jetzt über haben. Und jede Menge Sturmsoldaten. Dropship starten. Nabend, Bjarki. Schön, dass du da bist. Willkommen. Okay, also gut. Wisst ihr, was auch noch geil wäre? So eine Art automatisches Auflösen von so einer taktischen Kampfebene. Ist aber vielleicht zu viel verlangt. Oh, das habe ich vergessen, Baumfaust. Ups, ich dachte, alle hätten. Ja, aber G-Master kommt auch ohne klar. Hoffen wir es. Dann werden wir beim nächsten Mal besser ausstatten. An sich kannst du die Flugzeuge in der Luft zum anderen UFO noch umleiten. Ja, hätte ich machen können, hast du recht, Chuck. Aber ich wollte jetzt nicht unbedingt. Vielleicht machen wir es nachher noch ganz, ganz kurz. Ich kann die auch so starten. Also, wir sind da. Jetzt gucken wir erstmal. Hier ist keiner. Da haben... Oh, wir haben direkt 2. Da haben wir hier schon einen Kalaschnikow-Bauern. Wie Stereotyp. Okay, er ist jetzt schon mal hier. Dann haben wir unseren Sniperino. Du duckst dich schon mal ab hier. Dann kann er schießen. Wir haben den Kohl getroffen. Das ist toll. Machen wir so weiter. Dann sterben wir alle. Warum willst du da nicht raus? Ach so, du würdest fliegen. Sie fliegt de facto aus unserem Helikopter raus. Komm, Knie ab. Und mach den weg. Sag mal, warum trefft ihr nichts mehr? Was ist falsch mit euch? Das habt ihr alles schon mal besser gekonnt. Lemminge kniet ab und jetzt mach den weg. 3x95% mit der Schotti, ey, muss man mal machen. Okay. Moses muss das erledigen, ja, wenn es so weitergeht. Moses hat beim letzten Mal auch nichts getroffen. Da hat die Technik einfach hart versagt. Okay, hier ist, glaube ich, nichts mehr. Das ist eine Mauer, das ist ja... Oh. Das ist eine Mauer, das ist gar kein Gebäude, wo man hoch kann. Good to know. So, Schrotflinten-Charlie hinterher. Abducken. Heavy Gunner. Geht mal dahin. Oh, ich muss meine Kamera neu positionieren. Danke, dass du das sagst, ja. Ups. Danke für den Hinweis, Zauberer. So, abknien. Dann noch einen normalen Schützen dahin.
Also gut, dann gucken wir mal, was er jetzt hier findet, ne? Also er rennt noch nicht hier rein. Da ist er. Unser Moses. Da war eine Mauer. Ja! Aber dass ich sie treffen musste, war doch unnötig. Oder seht ihr das anders? Ich möchte mich an dieser Stelle offiziell beschweren bei demjenigen, der diese Mauer gebaut hat. Hier, wir nehmen auch nochmal einen Heavy Gunner dahin. Oder wir gehen auf... Wir gehen mal hier hoch. Einfach nur, damit wir mal oben... Oh, und schon haben wir jemanden entdeckt. Nee, dann gehen wir nicht da hoch. Schon haben wir Kontaktfreunde, den wir nicht haben wollen. Gut, also alle sind soweit. Bin ich gespannt, was der da tut. Jemand hatte die Absicht, eine Mauer zu richten. Ja. Noch lebt der Typ. Wir sind, ey, blind wie Maulwürfe, ich sag's euch. Da kommt noch ein Alien. Alter Falter, das schießt darüber. Da ist auch ein Alien drin. Jetzt wissen wir es immerhin. Dankeschön, Flash, für dein Prime-Sub. Die Affen-Aliens, genau. Ey, guck mal, der Kalaschnikow-Bauer hat tatsächlich hier einen abgeschossen. Okay. Jetzt mach's weg. Gut. Ich bin der Meinung, dass der jetzt nicht unbedingt sterben muss, der Bauer. Ey, ohne Witz, komm, lasst uns altruistisch sein. Wir sind jetzt einfach mal altruistisch und versuchen tatsächlich diesen Bauer zu retten. Guck mal, ich schwebe sogar über seinen Kohl hinweg. Damit nichts seinem Kohl passieren kann. Helmut gefällt das. Der verteidigt seinen Mohn. Psst! Doch nicht laut sagen! Was das ist, Leute. Okay, da ist auch schon das UFO. Na, dann wissen wir das jetzt auch. Also gut, du machst einfach mal die Tür auf, ne? Indem du durchgehst. Durch selbige. Auch du wirst hier gleich durch diese Türe gehen. Wir machen uns bereit, um da reinzustürmen. Oh, ich habe echt keinen Bock auf so einen fliegenden Trockner, ey. Echt nicht. Bitte lass hier keinen fliegenden Trockner rumlaufen. Dinge, die wir jetzt hier echt nicht brauchen. Da! Okay, da haben wir schon direkt mal Kontakt. Kannst du da wirken? Ja, kannst du. Volles Pfund draufgebrannt. Und nochmal. Wenn du da hingehst, kannst du den hier wegmachen. Komm, mach ihn alle. Sehr gut. Ein weiteres Alien weg. Wahrscheinlich ist er hier rausgeklettert. Der wird wahrscheinlich gar nicht mehr da drin sein, wenn wir Pech haben. Beziehungsweise Glück. 4 HP bietet sich zum Betäuben an. Das ist richtig, aber ich hatte, glaube ich, hier niemanden, der betäuben kann. Und mir wäre es jetzt nicht so recht gewesen, wenn der jetzt hier noch frei ballern können. Ich hoffe, ihr versteht das. Außerdem haben wir diese Art von Alien schon mal gefangen genommen gehabt. Ich weiß nicht, ob es was bringt, dieselbe Art nochmal gefangen zu setzen. Weiß ich einfach nicht. Okay, nächste Runde. Oh, hi! Der ist einfach durch die falsche Tür gegangen. Einfach durch die falsche Tür. König Unsichtbar, danke für deinen Resub im zweiten. Der ging einfach durch die falsche Tür.
Ist hier noch jemand drin? Nein. Wir wussten es, dass da keiner mehr drin ist. Boom! Ich liebe es, wie einfach durch die Wände geht. Und dabei aussieht wie ein Mensch, obwohl er keiner ist. Einer der besten Bugs, die ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Josh, kann ich bei dem nächsten Einsatz wieder mal dabei sein? Oh, du hast recht. Du hast recht. Ich muss auch mal die Leute austauschen, damit sie auch mal Erfahrungen sammeln. Du hast absolut recht. Setz dich erstmal dahin. Dann gehst du noch dahin. Der T-1000, eine Lösung für alles. Ganz genau. Ich bezweifle, dass die Aliens hier noch viel haben, was mir Ärger machen kann. Also hier sowieso, glaube ich, nicht mehr drin. Nee, hier ist nichts mehr. Na gut, dann gehst du hier hin. Unsere andere Sniper, den bewegen wir jetzt mal dahin. Hallöchen von Krollock. Bitte landen Sie und setzen Sie sich. Ich finde es so witzig, immer noch wieder da rausgekommen ist. Also gut, Knopfauge. Überprüfe dieses Gebäude. Also im Gebäude scheint wenig zu sein. Abknien. Du flankierst hier. Mhm. Hier ist auch nichts. Abknien. Und du gehst hier auf die Seite außen rum. Was auch immer es für ein Alien ist, was da drin sein könnte. Und wir hoffen natürlich, dass keines drin ist. Wir werden es nicht entkommen lassen. Wahrscheinlich ist das Gebäude aber leer. Nein, wir haben tatsächlich Kontakt. Kontakt! Erledigt. Jetzt gucken wir mal gerade eben hier noch rein. Alles gut hier. Alles gut hier. Du gehst noch dahin. Wow, den haben wir aber gerade eben wunderbar von allen Seiten uns geholt. Das hat mir gefallen. Mehr davon. So, abknien. Du hast noch 9. Ja, du bleibst trotzdem jetzt hier mal unten. Du hast noch 33. Du kniest ab und drehst dich in die Richtung. Hallöchen, Funbird. Geh dahin, ja. Und abknien. Nächste Runde. DEFCON 1 war schon down. Wir haben aber einen zweiten DEFCON. Irgendwo. Wahrscheinlich eine Basis. Bumm. Geh durch die Wand. Nichts. Möglicherweise nichts. Okay, dann öffne mal. Du kniest hier ab. Du kniest hier ab. Du rückst hier vor. Gut, dass wir noch einen DEFCON haben. Bei Rudi Völler wäre das problematisch gewesen. Okay. 3 DEFCON, als ob Mörb noch weiß, wie oft er uns schon hat über den Jordan geschickt hat. Weiß ich wirklich nicht, Josh. Ich gebe es zu. Das sind doch alles nur Nummern. Nein, Spaß.
Aber tatsächlich, die Anzahl der Leute, wie sie gestorben sind, weiß ich wirklich nicht mehr auswendig. Lauf. Du gehst da noch hin. Ich dachte eigentlich, das sind alles Buchstaben, aber gut. Siehst du, das ist das Problem. Ich kann das nicht mal auseinanderhalten für lange. So, abknien. Kannst du echt da drüben? Nee, du kannst da nicht hin. Also dann machen wir uns jetzt schon mal bereit, falls hier jemand auf die Idee kommt, rausgucken zu wollen. Ranger ist unser Kenny. Ein bisschen schon, ja. Aber nicht mit Absicht. Das hat sich humoristisch von alleine geradezu organisch so entwickelt. So, abknien. Hier gibt es jetzt noch eine Tür. Ich rechne aber mit keinem Kontakt, wenn ich ehrlich bin. Nein, da ist keiner. Und du musst jetzt auch noch in die Richtung. Auch Buchstaben sind Zahlen. Ein A ist die 65. Nach welcher Schreibweise? Ist das irgendwie so Tastaturnummerierung oder sowas in der Art? Ach, ASCII. Ah. Habe ich schon lange... Also, ich habe das mal gelernt, aber ich weiß es nicht mehr. Ist zu lange her bei mir. Okay, hier ist einfach niemand mehr draußen. Das heißt, wir können in Position gehen. Ja, ja, wir werden gleich hier wieder versuchen zu sprengen, weil das ist das, was wir am besten können. Dinge in die Luft jagen. Abknien. Dann kommst du auch noch hier rüber. Bumm. Ich liebe es, wie er einfach überall durchrennt. Du gehst auf die andere Seite. Ja, stimmt. Moses kann theoretisch auch einfach die Tür öffnen. Das ist wohl wahr. Das hat da vorne. Das UFO hat hier tatsächlich da vorne noch so ein paar Mini-Flügelchen. Ihr geht da hin. Okay, dreh dich ein. Duck dich ab. Du dasselbe hier. Oh ja, endlich mal ein Bug, der nichts Wesentliches kaputt macht. Nein, er macht sogar Dinge sehr, sehr witzig, wie ich finde. Also ich betrachte das ja immer noch als einen Gewinn, was hier passiert ist mit unserem Moses. Geh da hin. Hallöchen Föhnchen, danke für den Resub im 19. Freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Okay, du kommst leider nur so weit. Und nächste Runde. Jetzt hoffe ich mal, dass noch kein Alien rauskommt, weil wir sind... Vorbereitet. Wir sind vorbereitet. Also, es hat sich schon ein bisschen was geändert, wie wir mit den Aliens umgehen können, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es auch erkennt. H.
Hi. Netter Versuch. Moses hat's beendet. Moses hat sogar äußerst beendet. So. Zack. Zack. Vorsichtig vorrücken. Also die Laserschrotflinten sind besser, als ich es ursprünglich für möglich gehalten hätte. Nabend an den Bratheringen. Ich grüße dich, willkommen. Also ihr bleibt hier noch, dann gehst du noch dahin. Genau, wir kommen in Frieden. Hätten sie das mal besser gesagt, dann hätte Moses auch anders reagiert. Vermutlich. Wir sind uns nicht sicher, ob Moses friedlich sein kann. Ja, ja, ich weiß, die Laserschrotflinte ist auch für mich ein Hardcore-Paradoxon. Aber hey, was soll's. Es ist witzig und das ist alles, was zählt. Da kommt was. Da kommt nichts mehr, es ist tot. Es hat den Fehler gemacht und hat die Tür geöffnet. Komm, Moses, geh mal gucken. Oh, hi. Mach's weg. Und es war weg. Mission abgeschlossen. Moses sei Dank, war es leicht. Sogar sehr, sehr leicht. Baumfaust Moses teilt alles, was in seinem Wege steht. Genau, Josh. Wobei man dazu sagen muss, dass tatsächlich nicht nur Moses jetzt ja letzten Endes hier vieles gemacht hat. Er hat nur den Schluss gemacht. Eine Laserschrotflinte ist wie eine Glühbirne in einer Gießkannenbrause. Ja, genau. Ganz genau. Hallöchen Doris, guten Abend. Okay, es ist die große Preis... Also ihr seht... Was hast du nochmal bekommen? Abschluss... Hervorragende Mühen im Dienste. Bullseye konnte nur noch einen Punkt Stärke generieren. Mehr ging da nicht. Jetzt gucke ich mal gerade eben, dass ich jetzt hier mal bei der Basis hier die Flugzeuge starte. Wie geht's den Fliegern? Ich glaube, denen geht's gut genug. Falsche Basis. Wieso kann ich die Flugzeuge nicht starten? Ach so, ups. Flugzeuge starten, genau. Wir versuchen die jetzt hier abzufangen. Neues Ziel wählen. Verfolgung verloren. Zur Basis zurückkehren. Tja, Forschungstext, Placeholder. Wissen wir nichts über den Alien-Offizier. Der hat uns auch momentan noch nichts gebracht. Da gibt es also momentan noch keinerlei Infos. Dann machen wir die fortgeschrittenen Betäubungswaffen, dass die besser werden. Also das andere Alien-UFO ist irgendwie verschwunden für uns. Da ist es schon wieder. Oh Mann. Kann ich dich nicht irgendwie kriegen? Komm. Neues Ziel wählen. Na also, habe ich die Bastarde hier erwischt. Ich mache mal hier nochmal einen manuellen Angriff. Ich möchte mal schauen, wie die sich jetzt hier darstellen.
Ich würde mir wünschen, ich könnte noch irgendwie anders angreifen. Also das ist jetzt hier die Nummer 1. Da werden wir gleich mal versuchen auszuweichen, sobald er in Feuerreichweite ist. Daneben! Leider getroffen. Also, die sind immer noch nicht ungefährlich. Halten wir das mal fest. Ergebnis akzeptieren. Crash Site Abductor. Ich tu mal hier das Kampfteam austauschen. Es gibt ja ein paar von euch, die jetzt hier mal mitwollen, glaube ich. Ich tue deswegen mal jetzt hier mal Rothemd und Lemminge raus. Und es wollte mit. Josh wollte mal mit. Josh braucht aber auch natürlich jetzt hier alle erdenklichen Module. Ja, den Lebensretter würde ich ihm auch gerne mitgeben. Eieiei, das wiegt alles ganz schön viel. Waffen. Ich gebe dir mal eine bessere Pistole. Die Schleicherrüstung ist halt sehr viel leichter. Dann kann man doch nochmal eine Granate mitnehmen. Mhm. Jetpack. Ja, du hast recht. Jetpack darf ich nicht vergessen. Und wen nehmen wir noch mit? Freiwillige vor? Da können wir wieder Defcon mitnehmen. Oder jemand anderes. John der Große. Dann nehmen wir John der Große mit, ja. John der Große kommt mit. Warte mal, was für Waffen haben wir? Laserwaffe natürlich. Bessere Rüstung. Jetpack. Panzerung, das haben wir schon dabei. Das hier nehmen wir noch mit. Das hier nehmen wir noch mit. Mehr Panzerung ist nicht. Aber das reicht auch tatsächlich. Okay, und warte mal. Jetzt muss ich nochmal bei G-Master, hat es geheißen. Muss ich nochmal nach... Irgendwas hat dir da gefehlt. Ja, genau. Da muss ich noch was mitnehmen. Aber Jetpack hatte er. Es ist leicht überladen, aber ganz im Ernst, das kriegen wir so wieder ausgeglichen. Falsche Muni? Seid ihr sicher? Nee, das ist schon die richtige Muni. Glaube ich. Aber jetzt ist es auf jeden Fall die richtige. Jetzt ist es die richtige. Bei John. Oh, natürlich. Oh, natürlich. Jetzt ist es richtig. Ich kontrolliere gerade eben bloß immer die Rüstungswerte. Ey, guck mal euch das einfach mal an. Es ist so absurd, was die jetzt hier schon für Werte hat. Was haben wir für ein Monster erschaffen? Okay, wir starten. Und wie meinst du das, habe ich keinen Helm, John? Ein Helm als Item gibt es so nicht. Graf meint, ich würde ein paar Granatenmörse für die Basis bereitlegen. Ja, also hier wird einfach alles durch die Rüstungen definiert, John. Also so grundsätzlich Rüstung. Also da ist de facto sowas wie Helm schon mit dabei. Wobei es auch Trefferzonen gibt. Also das Spiel behauptet, dass es auch Trefferzonen hat. Dass je nachdem, wo der Soldat getroffen wird, du mehr Schaden bekommst. Also ein Kopftreffer, der holzt dich halt weg. Ne? Muss man sich klar machen.
Kriegst du plus 200% Damage. Wir sehen schon. Ah, es sind wieder die Lurchis. Ich mag die Lurchis. Die sind nicht gefährlich. Die wollen nur spielen. Die sind nicht gefährlich, die sind nur nervig. Wie man sieht. Wow, das hat sich getroffen. Dann gehen wir mal mit dir da noch ran. Jetzt ist er sehr unterdrückt. Und ich habe gerade erst angefangen, ihn zu unterdrücken. Down it goes. Moses will auch nur spielen, wohl wahr? Also, ihr geht da drüben hin und kniet euch ab. Du kniest dich hier ab. Du gehst da noch mit. Da kann er, da könnten theoretisch 10 Units stehen. Werden nicht, aber könnten. Ja, dich lassen wir mal hier. Du rückst da vor. Du rückst da vor. Ja, ich brauche mehr Schildsoldaten vorne. Move, move, move. Okay. Wir brauchen noch einen vierten auf der Seite. Wie gesagt, immer in Viererteams agieren, immer in Squads. MNG hat eine Frage, werden die anderen Basen auch gute Jäger bekommen? Wenn wir das Geld haben, MNG, ja. Das ist eigentlich schon seit langer, langer Zeit mein Plan. Aber erstmal das Geld haben. Und die Mats. Toll! Schieß halt auf Moses! Okay, jetzt ist er unterdrückt. Wir haben Moses in den Rücken geschossen. Wir Verräter. Gut, Moses war es egal. Die kosten doch nur 500.000. Ja, erstmal haben. Ich sag's mal so, 500.000 für einen Kampfjet ist ein Schnäppchen in echt, ne? Sind wir mal ehrlich. Im Vergleich zu einem echten Kampfjet ein echtes Schnäppchen. Stirb. Oder auch nicht. Wir rücken weiter vor, ducken uns ab. Jetzt muss der hier weg. Okay, das war wichtig. Du rückst da noch vor. 100 Millionen kostet die F-35 ohne alles. Ja, sag ich halt. Wäre ein echtes Schnäppchen, wenn es nur 500.000 wären. Da kannst du ein paar Nullen ranhängen bei echten. Da kann ich nicht wirken. Dann gehst du noch dahin. Kniest dich ab und du gehst noch dahin. Bei den 500.000 ist die Inflation noch nicht einberechnet. Auch eine Möglichkeit. Mich nervt es, dass er da vorne jetzt ist, aber wenn der jetzt was von uns will, muss er halt näher kommen. Okay, ihr seid jetzt hier bereit. Ihr rückt vor. Da ist nichts. Da ist schon wieder so eine komische Inka-Anlage. Ein Inka-Spielplatz. So, abknien, abknien. Wir gucken in die Richtung. Vor allem so ein Jäger, der ohne Probleme von Europa nach Amerika fliegt, kann
zu kämpfen und wieder zurückkehrt. Genau, nur 500.000. Das ist ein absolutes Schnäppchen, sag ich doch. Ich habe zwar keine echte Ahnung von den Füllständen der Tanks von diesen Jets, aber ich glaube, die können das nicht. Sonst bräuchte man keine Luftbetankungsflugzeuge. Sie haben echt was gegen Moses. Zum Glück nichts, was hilft. Genau, Chuck. Oder gar Flugzeugträger. Ey, stell euch mal vor, wir könnten noch Flugzeugträger haben. Das würde ein, zwei Dinge radikal verändern. So, der ist jetzt unterdrückt. Wo ist mein Sniper? Hier ist meine Sniperin. Kann sie wenigstens nochmal einen Sniper-Schuss aus der Hüfte auf das Vieh abgeben? ...35 Schaden. Noch 45 Leben. Okay, der hat's hinter sich. Ist verdammt schwer, hier jemanden gefangen zu nehmen. Die halten ja nichts aus mit diesen modernen Waffen, die wir hier haben. Und schon ist es unterdrückt, das Alien-Vieh. Und was machst du so in deiner Freizeit? Ich unterdrücke Aliens. Also wir haben auf jeden Fall schon das Loch in die Mauer geschossen hier, ne? Okay, den Schild hier gesetzt, dann gehst du so weit du kannst in diese Richtung. Okay. Keiner da. Stimmt, ich kann übers Wasser fliegen. Man muss sich daran gewöhnen, dass man sich an bestimmte Verkehrsregeln nicht mehr halten muss, wenn man fliegen kann. Das bin ich noch nicht gewöhnt. Okay, ja, du kniest dich jetzt hier mal ab. Und du gehst hier noch hin. Jetzt haben wir eine Flugzeugdiskussion gestartet, oder? Aber ich finde 18.000 Kilometer schon ordentlich weit, Horst-Peter. Also für mich klingt das viel. Aber ich bin auch ein Laie. Ja, hier wird keiner mehr sein. Nee, hier ist keiner mehr. Oh. Ups. Genau, Umfang der Erde 40.000 Kilometer. Kommt's eine... Fast eine halbe Erde weit, also. Ich finde, das ist schon ordentlich. So einmal um den halben Ball rum. Keiner da. Keiner da. Keiner da. Aha, aha, aha. Keiner da. Dann rücken wir jetzt noch dahin. Wahrscheinlich ist hier draußen auch gar keiner mehr. Wenn ich richtig Glück habe. Holz ihn weg! Oh, da sind noch welche. Die lauern da drüben.
Ja, dann werden die jetzt hier eine hässliche Flankierung erleben. Mach's gut, Montravan. Jetzt wissen wir, wo sie sind. Schild ausrichten, genau. Heavy MG-Schütze da drüben hin. Andere Heavy MG-Schütze da hin. Wobei, wir müssen auch noch in diese Richtung gucken. Ne? Es könnte auch noch was da was sein, aber da ist, glaube ich, nichts. Oh, noch Scharfschützen vor. Die haben was? Was sind Motoren aus XCOM? Ich weiß gerade eben nicht, was du mit der... ist das eine Frage oder ist das eine Aussage, Valtano? Jetzt haben sie uns entdeckt. Oh! Sie haben jetzt tatsächlich Schaden gemacht. Ach, die Mutons. Entschuldigung, die Mutons. Das hier sind, glaube ich, diese Art von Mutons hier. Also die gibt's hier, diese Echsenviecher gibt's hier in zwei verschiedenen Eskalationsstufen. In klein und in groß. Und vielleicht gibt's sogar noch eine größere als groß. Weiß ich aber nicht. Ist nur eine Vermutung. Weil die haben nämlich auch so eine Nahkampffokussierung, diese Bestien hier. Okay, du gehst mal da hin und brennst jetzt schon mal dem hier einen aufs Fell. Ich gehe da hin. Mit Yamikumo. Und werf mal eine Granate dahin. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir so eine geile Granate werfen. So eine, wie heißen sie nochmal? Alenium-Granate. Ja, wird schwierig. Aber jetzt hat er keine Deckung mehr. Das ist alles, was zählt. Ach, daneben geholzt komplett. Und wir haben ihn. Jetzt muss ich noch gucken, ob da drüben noch was ist. Aber ich glaube nicht, wobei man kann sich hier halt einfach nicht sicher sein. Ne? Geh nochmal in Deckung. Du gehst dahin. Genau, die Mutons, das waren die wilden Stumpfenhaut raus. Also wie gesagt, das sind glaube ich hier diese Echsenviecher, die wir jetzt gerade eben hier gesehen haben. So als Vergleichsunit. Oh, hi. Schön, dass ich die sehe. Halt, nein, euch will ich eigentlich noch bewegen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass ihr nicht mehr in Gefahr seid, kann ich euch auch rennen lassen. Gut. Oh oh. Oh! Er macht seine eigene Tür kaputt. Ja, leider heilt der halt auch, ne? Also, ihr seht, ne, die haben halt auch so eine Regenerationsfähigkeit. Das macht die ein bisschen nervig. Aber nur solange sie, ich sag's mal, von uns hier nicht ohne Probleme auseinandergenommen werden können. Wie weit kann ich das hier werfen? Ich werf das Ding mal da drüben hin.
Er ist unterdrückt, das gefällt mir. Mal gucken, ob ich ihn betäuben kann. Oder überhaupt mal treffen. Okay, das wäre jetzt geil, wenn ich den jetzt hier betäuben könnte. 48%. Nope. Und nope. Okay, rück mal näher ran. Abknien. Wir können natürlich auch noch eine Rauchgranate werfen. Das könnte ihn auch betäuben. Oder ich verfehle hart und er ist nicht im Rauch. Das ist die Alternative. Dann schmeißen wir halt nochmal eine Rauchgranate da rein. Jetzt hat er Betäubungsschaden. Ja, es muss ich auch zum Rauch durch, aber er muss auch durch den Rauch durch. So oder so. Also für mich ist das okay. Ich will ihn als Ziel bieten, ne? Die Maschine als Ziel, damit er nicht auf die Lebenden losgeht. Ich glaube, da ist nichts mehr, aber ich gehe auf Nummer sicher. So, fliege dahin. Drehe dich ein. Ducke dich. Und du rennst da hinten hin. Du kommst sogar bis da, das ist ja heftig. Jetzt bin ich gespannt, was er tut. Wenn er schlau ist, zieht er sich zurück. Oder er lässt sich einfach über den Haufen schießen. Das ist auch eine Möglichkeit. Also dann lassen wir mal wieder mal unseren Freund hier seines Amtes walten. Währenddessen unsere Truppe sich jetzt hier mal aufstellt für einen potenziellen Sturm. Wir sind sowieso noch nicht so weit, da reinzugehen. Es fehlen noch Leute. So, einmal Landung bitte. Du wechselst mal die Straßenseite, weil wir brauchen nicht so viel auf der Seite. Das ist Quatsch. Ja, und du checkst jetzt nochmal die letzten Reste. Nee, hier ist nichts. Und I disbelieve, dass hier einer ist. Hoffen wir mal, dass es nicht berühmte letzte Worte werden. Also auf jeden Fall ist da noch Bewegung in dem Ding. Wir wissen, dass hier unten keiner mehr ist. So. Machen wir uns also bereit, jetzt hier den Laden zu stürmen. Ja, nicht hoch. Manchmal machen die so einen Scheiß. Okay, gut.
Hallöchen AMF, danke für den Resub im 26. Grüße dich. Run, 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 run. Du gehst dahin. Und dann gehst du noch dahin. Sie fliegt natürlich rein. Sie sieht es nicht ein, noch laufen zu müssen, nachdem sie Max-Level erreicht hat. Ah, der hat natürlich keine besonders gute Ausrüstung. Ja, gut. Wer soll sich gegenseitig erschießen nach dem Teleportieren, Sedaro? Hoffentlich auch nicht unsere Leute. Ich hoffe, die Aliens. Also. Interessant. So, der erste ist da. Ich schicke gleich noch meinen Schildsoldaten da noch mit hin. Noch ein Schildsoldaten dahin. Und den letzten Schildsoldaten da. Nein! Ach komm, ich habe mich schon wieder verklickt. Ernsthaft? Na dann halt mal volle Kanne drauf, ne? Jetzt sind sie unterdrückt, die blöden Viecher. Ey, ich sag's euch. Aber das sind noch so ein paar kleine Bugs, die mich manchmal so ein bisschen nerven, die wir gerade eben hier beobachten durften. Dass er den hier nicht so hart trifft, wie ich mir das wünsche. Falsche Waffe. Okay. Kniest auch ab. Jetzt. Verfehlst du. Wunderbar. Es ist großartig. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass diese Granate ihr Ziel findet, ohne meine eigenen Leute zu treffen. Angenommen. Ich bin hart verwirrt. Okay, das war mir wichtig, dass wir den noch down machen. Aber da war ich gerade ein bisschen verwirrt. Dieses Doppelbeamen, ey. Okay, okay, okay. Also irgendwas ist hier noch drin. Und lebendig. Das Schöne ist, guck mal, die regenerieren halt auch. Dank dieses Moduls. Ich finde dieses Modul super. Ja, es hat nochmal eine Etage. Aha. Ja, es geht halt noch mal eins hoch. Was soll man machen? Umdrehen. Du gehst dahin. Du da. Du da.
Du hier, du da. Der Weg scheint sehr weit zu sein. Ah ne, doch nicht. Das war irgendwie ein Anzeigefehler. Und du da noch hin. Jetzt drehen wir die natürlich auch alle schön um. Nicht, dass die in die falsche Richtung gucken, wenn da was rauskommt. Ja, da bewegt sich was. Da ist was. Feind entdeckt. Feind entdeckt. Dann gehen wir mal hier einen Schritt runter. Ich hasse es. Der schießt glatt nochmal. Aber der dürfte jetzt keine Aktionspunkte mehr haben, ne? Das ist das Wichtige. Also kommen wir mal hoch und unterdrücken ihn ein bisschen. Jetzt würde ich würde den so gerne betäuben, aber das wird hart. Okay, das könnte jetzt klappen. Also, wir versuchen es. Es ist einfach ein Traum, ey, wie sie die ganze Zeit verfehlt. Dann töten wir es jetzt halt. Oh, wie sie die ganze Zeit mit der Betäubungspistole verfehlt. Ach ja, okay. Ohne Witz. Ich kann nicht ohne Scope, ist wahrscheinlich ihre Ausrede. Sie braucht dringend die Scope-Uzi von Merp in Jagged Alliance 3. Ich hatte 2 Betäuber. Ja, aber es war mir jetzt egal. Weißt du, ab einem gewissen Punkt glaube ich einfach, es soll nicht sein, der will einfach nicht. Dann lasse ich ihm seinen Willen. Genau, sie hat sich für den 4%-Fall entschieden, ja. Achso, für Bullseye ist es was Neues, eine nicht tödliche Waffe zu verwenden. Das könnte natürlich auch sein. Das kennt die Frau nicht. So, wir können aber... Oh, wir haben trotzdem einen gefangen genommen. Ihr seht, wir können einen Säbelianer verhören. Ich glaube, das ziehen wir mal vor. Das ziehen wir mal vor. Wir haben doch einen erwischt. Wir können auf jeden Fall nochmal einen Soldaten reinholen. Warte mal, vorhin war doch gewünscht. Melde mich für die Arti. Achso, das ist alles noch alt. Genau, warte mal. Revenor. Wir holen jetzt nochmal einen Soldaten und der heißt Revenor. Irgendjemand, der wirklich gut ist, wäre gut. Jemand, der schon mit 70 Zeit... Komm, wir nehmen diesen Schweden. Wir nehmen einfach diesen Schweden. Der hat so viele Zeiteinheiten. Und wir haben wieder Geld bekommen. Ab jetzt können wir Dinge tun. Wichtige Dinge. Dinge, die uns hoffentlich weiterhelfen. Also gut. Alenium-Sprengköpfe. Weiß ich nicht. Basisverteidigung. Warte mal, Quantenantennen. Ich möchte die... Das kostet 1 Million. Ich mach's trotzdem.
Und die Gauss-geschützte Verteidigung von der Basis auch. Und da war unser schönes Geld schon wieder so gut wie weg. Ihr könnt hier... Ihr macht ja hier gerade eben nicht viel. Wir brauchen für einen Jet hier. Für einen Jet... Im Moment brauchen wir 50 Alenium. Ne, 40. 40 Alois. 40 Alois sollt ihr mal herstellen. Dass wir hier einen Jet hier hinbekommen, Freunde. Und dann müssen wir danach noch Alenium basteln. Nein. Wie viel Alenium brauchen wir nochmal für ein weiteres Flugzeug? 25 Alenium. Das ist sauteuer. Aber nur so bekomme ich das Zeug ja effizient her. Habe ich eigentlich auch hier ein Lager? Ich habe kein Lager hier. Oder? Wenn ich hier kein Lager habe... Doch, ich habe einen Lagerraum. Okay, sehr gut. Dann bräuchte ich hier auch nichts in der Richtung errichten. Gut, 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 gut. Und was macht der Kampfjet hier? Der bekommt jetzt auch dieses Gauss-Teil da. Bessere Raketen haben wir nicht. Okay. Alles klar, weiter geht's. Hallöchen, den Idel, grüß dich. Was ist ein IKEA, Larry? Also unsere, wir haben die Quantenantenne abgeschlossen. Okay, warte mal, haben sich die automatisch verbessert eigentlich? Ja. Wir sehen auch nochmal ein bisschen weiter. Aber nur ein bisschen. Haben sich die hier noch verbessert? Haben sie auch. Aber wir haben halt einfach keine Kohle mehr, das ist das Problem. Oh, und da ist jetzt der Charakter. Ravenor wird es sein. Ravenor. Der Olof Lindberg. Nein, nein, nein. Du bist Ravenor. Und bekommst direkt schon mal eine bessere Waffe. Eine bessere Rüstung. Ein Jetpack. Und anderes Zeug, was für das so mancher Nerd töten würde. Ja, schon mal top ausgestattet hier. Direkt am Anfang seiner Karriere. Kann man nicht meckern. Guten Abend, Mantul. Grüße dich. Willkommen. Genau, Muni habe ich schon ausgewählt. Der braucht eh nicht mehr, ne? Der wird die Munition regenerieren. Puh, guckt euch mal an hier. Das ist so geil, wie der jetzt hier einfach geboostet wird. Ne, Muni braucht er nicht. Die Munition regeneriert sich. So, wir haben die Gauss-Geschützverbesserung. Und jetzt müssen die dringend für uns Geld basteln. Ne? Sonst haben wir hier ein echtes Problem. Ja, jetzt haben wir dieses Gauss-Geschütz. Ich hoffe, dass die irgendwann mal noch einführen, wie viel... Oh, guck mal, wir haben jetzt ja die Trainingskapazität überschritten. Ich hoffe, dass die irgendwann noch einführen, dass man sieht, was das bringt. Also, was für Schadenswerte das hat und so weiter. Warum brauche ich all diese Unterkünfte? Was ist, wenn ich das hier abreiße? Dieses Gebäude kann nicht abgerissen werden. Okay, dann heißt es wohl, ich brauche es. Dann ist der Laden wahrscheinlich zu voll. Ich hätte halt ganz, ganz gerne hier nochmal die Unterkunft, dass ich sie hier wegmachen kann, damit ich hier nochmal einen weiteren Jet hinsetzen kann oder vielleicht sogar das hier. Also ich will einfach hier Jets bauen können, wisst ihr, für die anderen Gebiete. Weil es ist sehr, sehr teuer, das auf diese Art und Weise zu machen, wie wir das bis jetzt machen. Forschungstext kommt in Meilenstein 2. Also wir wissen, Regeneration, schlechte Sehvermögen, Schuppenhaut, Sebelianer, Klauen, Nahkampf. Haben wir also jetzt kennengelernt. Dann machen wir die fortgeschrittenen Betäubungswaffen weiter.
Da werden gerade diese Legionen hier produziert, wie man sieht. Bup, 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 bup. Fortgeschrittene Betäubungswaffen. Zwar sind ist der Betäubungsstab und die Betäubungspistole sehr gut einsetzbare Waffen, doch beschweren sich ihre Soldaten ununterbrochen darüber, wie viele Soldaten bei ihrem Einsatz im Kampf fallen. Oder einfach nicht treffen. Angeblich liegt das an der beschränkten Reichweite. Unsere neuen Elektroschock-Feuerwaffen haben sich dieser angeblichen Nachteile angenommen. Sie sind eine spezielle Form von Energiewaffen, die eine stabile Kugel aufgeladener Teilchen erzeugen, die magnetisch auf das gewünschte Ziel beschleunigt werden können. Diese Kugeln verlieren sofort Kohärenz, wenn sie auf das Ziel treffen, und geben die elektrische Energie in Form eines Blitzes ab. Diese wandern auf dem Weg zum Boden durch das Opfer und lässt biologisch betäubt und Roboter mit schweren Schäden an der Elektronik zurück. Okay, so macht der Satz Sinn. Da beide wesentlich wirksamer als ihre Vorgänger sind, liegt die Wahl zwischen Elektroschockgewehr und Elektroschockpistole ganz beim Benutzer. Das Gewehr ist leistungsfähiger und hat eine größere Reichweite, während die Pistole leichter ist und als Handwaffe verwendet werden kann. Also man kann es theoretisch in den Leuten auch mit komplett non-deadly Waffen ausstatten, ne? Darüber hinaus habe ich noch eine Elektroschockgranate entwickelt. Diese ist eine Modernisierung zu unseren vorhandenen Blendgranaten, die Unterdrückungswirkung des Vorgängers mit der Betäubungs-EMP-Wirkung einer elektrischen Entladung vereinen und so zu einer vielseitig einsetzbaren Schlachtfeldmittel macht. Ich hoffe, dass dadurch das endlose Gestöhne zumindest etwas nachlässt, aber meine bisherige Erfahrung hat mich etwas anderes gelehrt. Graf von Unmittig an den Seeking. Müssen wir mal gucken, ob wir noch einen reinkriegen, ne? Von der Trainingskapazität her. Wir nehmen jetzt den Sentinel-Exopanzerung. Ihr seht, ne, das Spiel wird uns hier nicht mehr bieten in puncto Forschung. Wo haben wir denn jetzt hier die Non-Deadly-Waffen? Wo haben wir die? Hier! Elektroschockgewehr. 45 Stun-Damage, 40 EMP, Reichweite 12 Teils. Okay. Die Elektroschockpistole sieht jetzt so aus. Betäubungsgewehr, Betäubungsstopp, Elektroschockgranate. Okay, das Gewehr ist halt sehr viel krasser. Hallöchen, Babon Samdi. Natürlich noch Konz, beziehungsweise mach's gut, Konz. Guts Nächtle. Aber wir haben jetzt schon hier 119 Alois. Ganz im Ernst, ich werde mal zwei davon basteln. Gauss-Kanonen, Fahrzeugwaffen. Ist zu teuer. Anti-Trocknerwaffen, genau. So, wir haben die Elektrogewehre abgeschlossen. Wir werden reich, wenn wir so weitermachen. Ein UFO ist erkannt. Verlangsamen und abfangen. Ich starte mal meine Jets. Neues Ziel. Dein. Flieg mal da. Jetzt haben wir sie. Verlangsamen. Da ist er direkt vor uns. Neues Ziel wählen. Da haben wir sie jetzt hier quasi im Nahen Osten gestellt hier. Ein weiterer Entführer. Machen wir mal automatisch, mal gucken, wie das läuft. Ja, easy. Einen Don Promillo willst du. Ich sammle mal Geld. Weil wir können das Geld dringend gebrauchen. Oder wollen wir die Legierungen haben? Nee, ich sammle das Geld. Die Plünderrechte habe ich jetzt weggegeben. Da ist wieder ein UFO. Kannst du die kriegen?
Okay, neues Ziel wählen. Ich frage mich halt, ob die das schaffen können. Oh oh. Verlangsamen und zentrieren. Ihr kehrt zur Basis zurück. Hier ist wieder richtig was los. Es kann gut sein, dass jetzt unsere Basis angegriffen wird. Meine Jets müssen repariert werden, bevor ich hier was angreife. Oh Mama. Wie sieht's auf der anderen Basis eigentlich aus hier? Wie lange braucht ihr noch? Habt ihr jetzt hier... Ihr seid immer noch dabei, diese ganzen Legierungen zu basteln. Okay, sei es drum. Wir ignorieren sie. Boah, so viele Meldungen. Ich guck gerade eben nochmal nach meinen Jets. Dir geht's gut. Dir geht's gut. Der hat halt noch ein bisschen Damage. Hm. Wenn nochmal einer nach Europa kommt, würde ich darüber nachdenken, einzugreifen. Wir versuchen es. Wir versuchen es mit unseren Jets hier. Flugzeuge starten. Neues Ziel wählen. Attacke. Habe ich sie gestellt? Ich habe sie gestellt. Das ist nur ein Bomber. Ich hoffe mal, der ist nicht gut. Okay, der kann aus allen Richtungen verteidigen. Uncool. Und hat viel mehr Reichweite. Okay, wir haben ihn. Der war zäher, als er aussah. Was haben wir jetzt da? Alien survived this crash. Salvage team are extracting the following. Ah, okay. Annehmen. Ich kann da... Ah. Ich kann da nicht hin, weil ich nicht so viel Reichweite habe. Das ist auch neu. Ich habe nicht genügend Scan-Reichweite. Alles klar. Kann ich nochmal... Oh, ich hätte gerne die Quantenantenne nochmal ein bisschen erweitert. Oh, shit. Ja, das ist jetzt ungünstig von mir gewählt. Also gut, dann... Was kostet mich jetzt hier ein weiteres... Ich finde es nicht. Unterkünfte. Boah, kosten 250.000, kann ich nicht machen. Nee. Ich wollte überlegen, ob ich das erweitern kann, aber ich habe die Kohle gerade eben einfach nicht. So, die Exo-Rüstung. Unsere neuen Exo-Rüstungspanzer ist eine voll eingeschlossene schwere Infanterierüstung, die außergewöhnlichen Schutz gegen beinahe alle Gefahren auf dem Schlachtfeld bietet. Die Platten aus gehärteter Legierung, bei denen die Exo-Rüstung besteht, ähneln in der Zusammensetzung denen der Wächterrüstung, bedeckt aber einen wesentlich größeren Teil des Körpers. Außerdem sind diese Platten durch unsere flexible Flüssigmetallpanzerung verbunden, durch die der Träger volle Bewegungsfreiheit genießt, gleichzeitig aber alle potenziellen Schwachpunkte ausmerzt. Da nur wenige Soldaten ausreichend Stärke besitzen, um einen 70 Kilogramm Metallhülle auf dem Schlachtfeld herumlaufen zu können, setzt die Exo-Rüstungspanzerung auf dutzende Servomotoren, die von moderner Alien-Elektronik gesteuert werden, um den Benutzer zu unterstützen. Das senkt
das effektive Gewicht der Rüstung auf ein angenehmeres Level. Komplexe Elektronik ist auch in den Handschuhen vorhanden, wo haptische Sensoren dem Träger erlauben, die gepanzerten Finger mit erstaunlicher Geschicklichkeit zu bewegen und so alle existierenden Infanteriewaffen und Ausrüstungen ohne Anpassung zu benutzen. Die Stromversorgung erfolgt über eine kompakte Alleniumzelle, die genug Ladungen für ungefähr 4 Stunden im Kampfbetrieb enthält. Beachten Sie, dass der Träger die Panzerung sofort verläuft. Was? Dass der Träger die Panzerung sofort verläuft, wenn der Strompegel kritisch wird. Ist das eine neue Spielmechanik vielleicht? Da es beinahe unmöglich ist, sie zu verlassen, sobald der Strom aus ist, was schnell zum Ersticken führt. Oh oh. Wir können sofort mit die. Also kann es sein, dass sie eine bestimmte. Ach so, verlässt, soll es heißen. Okay, ja. Ich bin halt am Überlegen, ob wir eine Spielmechanik haben, so nach dem Motto, du hast nur eine bestimmte Anzahl an Aktionen oder Runden in der Rüstung. Das wäre natürlich fies. Wir können sofort mit dem Bau dieser Exo-Rüstung in unserer Technikabteilung beginnen. Sie sind zwar nicht billig, aber sie werden wohl ihren Preis wert sein. Und jetzt kommt halt noch die letzte Forschung hier, ne? Die Sprengsätze. Was wir noch machen können. Also wir gucken nochmal nach der Rüstung. 8 Alenium. Ja, komm, wir machen mal 2 Stück oder so. Oder lass es 3 sein. Ja, wir nehmen 3. Ich nehme 3. Genau, verlässt. Es steht da drin, verläuft. Das hat mich irritiert. Ziel, Fortschritte zu Endspiel abschließen. Ja, das können wir nicht machen, ne? Aber guck mal, wir haben jetzt hier schon 52% Fortschritt zu Endspiel. Das ist krass. Das... Okay, hier wurde was gesalvaged. UFO-Bomber haben wir jetzt hier noch kennengelernt, ja? Groß, Gesundheit 550. Der Bomber ist ein mittelgroßes UFO, das ausschließlich für Bodenangriffe eingesetzt wird. Beladen mit nur einem einzelnen Piloten und flüchtiger Munition wird es nicht zu mehr als einem stark rauchenden Wrack, wenn es abgeschossen wird. Ach, deswegen konnte ich das nicht plündern. Aufgrund der starken Bedrohung, die von seiner Aktivität ausgehen, müssen die Bomben die größte Aufmerksamkeit gewidmet werden. Also den Bombern. Okay, die Bomber müssen also früh abgeschossen werden. Wenn man auf sie trifft. Sie sind um ein monströses Fusionsartilleriesystem herumgebaut und können militärische und zivile Infrastruktur im wahrsten Sinne des Wortes vernichten. Wenn man sie nicht schnell um sie kümmert, von der negativen Auswirkung auf die lokale Panikstufe ganz abgesehen. Zum Glück sind diese Flugzeuge keine wirklich guten Kämpfer. Schmerzhaft waren sie trotzdem. Ihre Hauptwaffe ist offensichtlich auf statische Ziele ausgerichtet und die Fusionsbomben, die es abfeuern, bewegen sich langsam, sodass unsere Abfangjäger ihnen leicht ausweichen können. Der Bomber selbst ist nicht wendig und ist mit seiner nennenswerten Rüstung ausgestattet, was ihn verwundbar gegen die meisten Arten von Luftwaffen macht. Wenn sie nicht von Kampfflugzeugen begleitet werden, sollten sie ein relativ leichtes Ziel sein. Letzten Endes sind diese UFOs eher eine strategische als eine taktische Herausforderung. Der Krieg ist jetzt in einer Phase übergegangen, in der jede Finanzierungsregion, die nicht ausreichend durch unsere Abfangjäger geschützt ist, schnell mit Bomben unterworfen wird. Ungünstig. Ein öffentlicher Visor. Ist wohl zu Hightech. Wie meinst du das? Ein öffentlicher Visor? Du meinst so ein Visor, wie LaForge einen hatte? Wir haben die erste Exo-Rüstung produziert. Also die Exo-Rüstungen sind ready. Dann gucken wir uns mal an. Bei Soldaten, was Exo-Rüstung tut. Ich würde mal sagen, das ist vielleicht etwas für einen schweren Kämpfer bei Belrea oder so. Sich das mal anzuschauen. Also, Exo-Rüstung. Hi, 35 Panzerung. Sieht schon krass aus. Sieht schon krass aus. Und Jetpack geht trotzdem noch rein. Kann man noch das Exoskelett? Das kann man auch noch oben drauf setzen. Geil.
Sieht ein bisschen nach Master Chief aus. Ja, definitiv. Kann man nicht von der Hand weisen. Geht sogar noch mal ein bisschen mehr Panzerung. Oh, auf 43 Rüstung kriegen wir sie. 43. Nee, du kannst das Spiel momentan noch nicht fertig machen. Das ging ja erst in den Early Access, Valtano. Es ging jetzt erst in den Early Access. Du kannst es halb durchspielen. Und danach noch weiterspielen, aber es gibt noch keine weiteren Texte. Also das heißt, du kannst so weit spielen, bis es nicht mehr weitergeht und dann pausierst du halt einfach. Okay, das ist cool. Aber das werden wir trotzdem jetzt hier nochmal wieder rausnehmen. Denn wenn, dann nutze ich diese Rüstungen natürlich bei anderen Leuten. Ich bin jetzt gleich fertig mit der letzten Tech, die jetzt hier gleich kommt, ja. Also wenn diese Tech jetzt hier durch ist, die Fusionssprengsätze, können wir, glaube ich, nichts mehr tun. Unsere Techniker haben entlastet die Legierungen abgeschlossen, ja. Genau, jetzt produzieren wir das Alenium. Und da gibt es auch noch, ihr seht ja hier Placeholder, ne? Es gibt noch so viele Placeholder. Es gibt ja noch Technikprojekte, Fusionsgranaten, Fusionsraketen, Fusionssprengköpfe. Aber es gibt keine Technologie mehr. Der macht jetzt für uns nur noch Geld, der Wissenschaftler. Für uns ist es also jetzt hier nur noch möglich, hier theoretisch, um die aktuellen möglichen 100% zu erreichen, Geld auszugeben, um jetzt zum Beispiel jetzt hier die entsprechenden Waffensysteme jetzt hier noch zu entwickeln für unsere Roboter und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen sind wir fertig. Im Großen und Ganzen sind wir fertig. Wir könnten uns noch angucken, wie die Dinger jetzt hier performen in einer Schlacht. Wobei man dazu sagen muss, guck mal, es geht hier trotzdem prozentual Richtung Endspiel. Ich weiß halt nicht, was passiert. Ob es überhaupt möglich ist, ne? Also ihr seht, wir sind schon bei 59%. Da gibt es jetzt wieder ein UFO. Ich würde es gerne abfangen. Da kommt nochmal ein UFO. Also wir fangen das jetzt hier mal automatisch ab und dann gucken wir uns mal diese Technologie an. So, das haben wir geschafft. Kampfteam aussenden. Flugzeug starten. Okay. Also eigentlich bietet es sich ja an, dass man dann quasi diese Exorüstungen solchen Soldaten hier gibt. Ganz klar denen hier. Guck mal, die ist genau auf 130 jetzt hier rausgekommen. Also den Schildsoldaten, ne? Weil die müssen halt den ganzen Kram hier überleben. Und noch Eisenhorn. Zack. Okay, Eisenhorn ist jetzt ein bisschen überladen. Jetzt nicht mehr. Dann gucken wir mal hier bei den anderen. Schleicherrüstung. Ich habe jede Menge Schleicherrüstungen jetzt hier noch über. Du kriegst auch nochmal eine Schleicherrüstung. Und Jetpack. Stimmt, ich muss denen hier noch das Jetpack wiedergeben. Ah, guck mal, jetzt sind sie wieder überladen. Die haben so viele Zeiteinheiten, das spielt aber keine Rolle. Minus 5 Zeiteinheiten, das überleben die. Ey, das überleben die locker. Ja, easy. Ich bin überlegen, ob ich jetzt hier mal dem einen oder anderen Schützen, komm, Knopfauge, die gebe ich jetzt mal eine Betäubungswaffe mit, statt der Laserwaffe. Mal gucken, ob das eine gute Idee ist. Das möchte ich auch nochmal ausprobiert haben. Okay, ich kann leider nicht jedem Schildkämpfer. Wobei ich denke, 3 Schildkämpfer müssten eigentlich auch reichen. Ich mache dich hier nochmal zu einem normalen Schützen. Gebe dir auch jetzt eine Betäubungswaffe mit. Gebe dir eine Schleicherrüstung und die entsprechende notwendige Munition.
Non-Deadly Ammunition. Jetpack. Das da unten noch rein. Das da rein. Das hier braucht er gar nicht. Der braucht nicht noch mehr tragen können. Wobei, also wir können es machen. Aber wirklich brauchen tut es nicht. Nur damit er noch mehr Granaten tragen kann. So. John der Große. Okay. Dann starten wir mal. Jetzt sehen wir mal nochmal die große Rüstung im Einsatz. Und ich weiß gar nicht, ob es die größte Rüstung ist, die dieses Spiel bereithält. Es ist halt eine große. Die mit den neuen Rüstungen haben keine Jetpacks mehr. Das habe ich schon eingestellt, Baumhaus. Deswegen haben die jetzt ja Minusbewegung. Also Minus-Zeiteinheiten. Oder hast du es geschrieben, bevor ich es gesehen habe, was du es geschrieben hast? Egal. Kann natürlich auch sein, nicht? Genau, ich habe es gerade eben gesehen, dass die Rüstungen rausfliegen beim Rüstungswechsel. Kann natürlich sein, dass ich jetzt bei einem Soldaten das vergessen habe. Ich hoffe es aber nicht. Hallöchen, DKS Mo, guten Abend. Ah, du hattest es geschrieben davor, okay. Gut, gut. Mir fiel es, glaube ich, beim letzten auf. Habe ich plötzlich gesehen, huch, da ist das X nicht mehr drin. Okay. Und da haben wir schon Kontakt. Leider kann man nicht näher ranzoomen, aber 43 Rüstung ist halt eine Ansage, ne? Knie mal ab. Und brenn aufs Fell! Irgendeiner von euch hat doch die Betäubungswaffen. Du hast eine Betäubungswaffe. Dann musst du aus dem Weg gehen. Damit er hier wirken kann. Da sind 3 Schuss drin. 80% Trefferchance. 26 Betäubung. LOL, natürlich! Okay, der ist jetzt offiziell unterdrückt. Natürlich hat Fischauge eine abgekriegt in dem Moment. Genau das, was man sich wünscht. Also, wir machen Licht. Da ist nichts zu sehen. Da ist nichts zu sehen. Ja, du kniest dich hier ab. Wir haben noch einen zweiten, der eine Betäubungswaffe hat. Genau dich. Bin der Meinung, du machst das jetzt. LOL, ernsthaft, da ist noch einer. Natürlich trifft er wie eine Eins. Und natürlich blutest du wie ein Schwein. Okay, jetzt ist die Deckung hier weg. Er wollte es ja so. Ich habe noch einen Soldaten hier jetzt, der da rausgehen kann, um ihn zu retten. Abknien, Licht machen. Muss jetzt echt nicht sein, dass jetzt hier jemand verblutet. Hallo. Nein, warum rennst du? Ach. Ich wollte nicht, dass du dahin rennst. Egal. Ich wollte dich hier anklicken. Der ist hier drüber geflogen. Okay, Problem gelöst. Zumindest was die Blutung angeht. Also der Stun funktioniert schon ganz, ganz gut.
Aber verbraucht dann halt doch ordentlich Munition. Also da muss man sehr viel mitnehmen, wie wir gerade eben gesehen haben. Da wird geschossen. Und wir bekommen jetzt schon mit, dass da oben das Alien-Raumschiff ist. Okay. Danke, Spiel, dass du uns das verraten hast. Dann geh mal hier hin. Die fliegenden Rüstungen, ey. Wir hatten ja schon mal eine Alien-Basis. Hera, wir hatten schon mal eine. Wir haben schon mal eine Alien-Basis gestürmt. Auf dem Planeten Erde. Kannst du auch auf Merp Uncut sehen. Also die Folge ist schon auf Merp Uncut, schon längst. Okay, jetzt müssen wir echt mal nach mehr Licht schauen hier. Hier ist kein Gegner. Hier ist kein Gegner. Geh mal dahin. Abknien. Hell machen. So, okay. Bitte bleib abgekniet. Boah, die hat dann einfach mal 102 Zeiteinheiten. Das ist so krank. Gehen wir da rein. Hi. Da sehen wir doch jemanden. Mhm. Ich bleib mal hier. Er sieht uns ja noch nicht. Hä? Warum versucht er nicht mal zu schießen? Okay, jetzt hat er immerhin ein bisschen was kaputt gemacht. Im Sinne von weniger Deckung für das Alien. Nicht wegen bloßer Zerstörungswut. So, abknien, abknien. Dann rückst du noch dahin. Du rückst noch dahin. Also mit dieser fetten Rüstung, finde ich, sieht dieser Schild schon wieder deutlich glaubwürdiger aus. Es hat was gegen Moses. Zum Glück nichts, was hilft. Da rennt schon wieder ein Zivilist rum. Und sonst hören wir gerade nichts viel. Ah, wir sind aber auch schon wieder dran. Ja komm, Moses, das regelst du doch jetzt, oder? 164 Schaden. Da weißt du Bescheid, da wächst kein Gras mehr. So, abknien. Du gehst dahin. Und kniest ab. Ich will dich hier auf dem Dach haben.
läuft extra zur Leiter, nur um dann zu zeigen, nein, aber ich benutze sie nicht. Definitiv kann er das, Zauberer. Der kann das definitiv. Daran zu zweifeln wäre Ketzerei. Ja, toll, dass du außen rumläufst, du Held. Gut, ich hätte es auch sehen können. Können wir auch direkt hier aufmachen, um die ganze Überraschung hier zunichte zu machen. Du rennst dahin. Kniest dich ab. Und jetzt ahne ich, dass wir jetzt hier wahrscheinlich gleich... Na, wir sehen das UFO schon hier gleich, ja, ja. Da ist Le UFO. Ja, du kommst jetzt hierher. Hier ist keiner drin. Okay. Dann checken wir mal diese Position. Du gehst dahin. Oh oh. Kontakt! Überraschend! Wie kann man so hart daneben schießen? Auf die Distanz. Da kommt ja echt das XCOM-Feeling auf. Einmal. Zweimal. Gut. Mach mal Licht hier, komm. Mach Licht! Und einmal Licht da drüben. Mir macht das Spiel Spaß, Sarkas, definitiv. Ich würde mir wünschen, es wäre schon fertig. Und nicht, dass es in den Early Access gestartet. Oh oh. Böses Stinke-Alien hier. Es geht echt aus der Deckung raus. Na gut. Dann ist es jetzt halt tot. Ja, Baldur's Gate 3 werde ich auch demnächst mal spielen. Was heißt demnächst? Also sobald sobald es halt released ist. Schauen wir uns das auch mal an, Leute. Baldur's Gate 3. Ich habe ja die ersten beiden Baldur's Gates alle gespielt. So, ich glaube, das erste Baldur's Gate habe ich sogar auch mehrmals durchgespielt. Was nicht oft vorkommt, was ich euch ja schon mal gesagt habe. Dass ich Spiele mehrmals durchspiele. Okay, du hast auch... Puh. Verfehlt, verdammt. Ja, komm, wir versuchen es. Druck aufbauen. Keine Bewegung mehr, okay. Mist. Du kannst es von da noch versuchen. Jetzt mach halt meine schöne Kiste kaputt. Das war meine Kiste. Böses Alien. Ey, Yamikumo mit ihren Bewegungspunkten. Krass krank, ne? Mega geil.
Oh, da haben wir nochmal Kontakt mit irgendeinem. Kommst du da eigentlich noch hin? Nee, das schaffst du nicht. Ist hier jemand drin? Nein. Hier ist niemand drin, okay. Hier ist auch keiner. Ja, dann gehst du mal da rein und duckst dich ab. Jetzt gehst du mal vor. Die Aliens sind ja immer für eine Überraschung hier gut. Aber ich glaube, hier ist kein Alien mehr. Ist nur so ein Gefühl. Aber ich glaube, hier ist keins mehr. Ja, wirf mal einen Leuchtstab da hinten hin. Dann sind wir schlauer. Muss nicht so weit laufen. Ne, hier ist nichts. Okay. Dann räumt er noch hier kurz mal die hinteren Gebiete auf. Der gute alte Moses. Der findet glatt schon wieder was hier. Also dieses Mal sind die Aliens aber schon frech verteilt. Oder hast du eine Chance hier zu treffen? Nee, du hast gar keine Chance hier zu treffen. Okay, so, abknien, nächste Runde. Autsch. Oh, da kommt was raus. Ey, das sind richtig viele Aliens hier gerade eben. Richtig viele. Und vor allem auch krass verteilt. Okidoki. Ja, ich gehe mal dahin. Da habe ich eine bessere Chance. Der hat das dummerweise sehr überlebt. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir ihn gesehen. Und der war direkt betäubt. Der Sektoide. Direkt betäubt. Na komm, Yamikomo, mach ihn weg. Ja, mach halt auch die Bäume und Büsche weg. Ach, der hypnotisiert ja, wenn man nicht trifft. Shit. Ich vergaß, dass sie so ätzend sind. Wie er halt einfach hinter dem Gemüse stehen bleibt. Ja, nee, du musst dich jetzt mal ducken. So, Landung. Und jetzt hier erstmal nochmal in Sicherheit gehen. Dasselbe spielen wir auch mit dir hier. Landung und... Ich hätte den so gerne noch betäubt, ey, ich sag's euch. Wenn, dann stirbt er aufrecht in seinen Stiefeln. Wer nochmal? Ich hoffe nicht das Alien. Nee, hier wird nichts mehr sein. Nee, hier ist nichts. Okay, dann können wir darüber.
sonst keinen mehr, der sich noch bewegen kann? Ah, dich kann ich noch bewegen, ja genau. So, abknien, zack, 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 zack. Runde beenden. Boah, wie es halt. Okay, es hat nur einmal getroffen. Ich frage mich ehrlich gesagt, woran das gelegen hat, dass es am Anfang, als wir zum ersten Mal gespielt haben, so hart immer getroffen hat. Ich meine, vielleicht war es auch einfach nur Pech. Natürlich treffe ich das Gemüse. Das ist halt einfach der Oberarm, wie ich die ganze Zeit das Gemüse hier treffe. Und nicht das blöde Alien. Jetzt ist halt die Preisfrage. Schaffe ich es noch, einen gezielten Betäubungsschuss abzusetzen, der trifft? 86%. Jawohl, der ist betäubt. Wir haben ihn. Hier wird wahrscheinlich keiner mehr drin sein. Geh mal da hin und guck da rein. Genau, schlaf, Alien, schlaf. Deine Mutter klaut die Schaf. Oder so ähnlich. Das machen doch Aliens, oder? Schafe klauen. Ich meine, warum machen sie, die machen ja schließlich auch Kornkreise, also warum sollen sie nicht auch Schafe klauen? Denkt einfach mal drüber nach. Gut's Nächte, Dortmanni. Früher haben das Drachen gemacht mit den Schafen, heute machen es die Aliens. Genau. Sie sind die Aliens im Wolfspelz. Kann ich da landen? Nee, kann ich nicht. Ich gehe da hin. Nee, das reimt sich nicht, Hera. Aber gut's Nächtle. Okay. Alle Mann da rüber. Die Dauerbeschallung des Heißluftföhns der Zerstörung. Oh, schade. Ich dachte, er rennt hier durch und rennt jetzt hier alles um. Oh, das wäre so lustig gewesen. Ich hätte es gefeiert, wenn es den gesamten Zaun... Aber es ist immer zwischen den Teilen, ist der Zaun. Rotkäppchen und das böse Alien. Genau. Also was mich ja noch interessieren würde, aber das erfahren wir natürlich jetzt nicht so ohne weiteres. Wie viele Technologien bietet dieses Spiel noch auf? Also sind wir schon am Ende der Fahnenstange? Oder kommt da noch viel, viel mehr an Zeug? Wir wissen es nicht. Ich würde es aber feiern, wenn natürlich noch mehr kommen würde. Ne, also so, einfach, dass es so nochmal ein gutes Stück sich von XCOM, wie wir es bis jetzt kennen, abhebt. Einfach noch eine Schippe draufsetzen. Stürzen Gebäude eigentlich ein, wenn da keine Wände mehr sind? Das habe ich nie getestet, Logi. Ich hatte nie die Zeit und auch nie die Feuerkraft, um das in dem Ausmaß zu testen. Mit dem Abstand kommt wohl ein Stückchen mehr Story. Ja, das hoffe ich auch tatsächlich. Ich meine, das gehört ja auch mit dazu. Aber ich hoffe halt einfach, dass dadurch halt auch noch weitere Technologien kommen. Mehr Zeug, was man bauen kann und so weiter. Einfach noch mehr crazy stuff. So, du noch dahin.
Du musst mal nachladen. Abknien. Ich meine, ich kann ja mal mit ihm hier Wände zerstören gehen. Mal gucken, was passiert. Na, ihr seht's ja, ne? Ich kann mit Moses jetzt hier mal eine ganze Reihe Wände kaputt machen. Mal gucken, was das Spiel daraus macht. De facto könnte ich alle Wände zerstören. Dauert halt ein bisschen. Dann haben wir diesen Test auch noch durchgeführt. Okay, komm, jetzt rennst du da durch. Okay, ihr seht schon mal hier, das hier kann man nicht zerstören. Die unzerstörbaren IKEA-Schränke. Ihr seht auch schon, ich glaube, es wird nicht gehen. Ich habe das Gefühl, hier ist der Holzrahmen am Ende ein sehr stabiler. Aber wir werden es jetzt mal hart auf die Probe stellen. Ich brauche dafür keine Granate. Hi. Goodbye. Natürlich muss da jetzt wieder ein Mensch reinrennen. So ein Irrer. Ein armer Irrer. Also ich würde behaupten, das Haus dürfte schon jetzt nicht mehr stehen können. Wenn es hier sowas wie Statik gäbe. Seht ihr, was ich meine? Ich habe das jetzt hier schon sehr luftig gemacht. Ich glaube, das hält tatsächlich, das wird nicht einbrechen. Ich ahne, das wird nicht einbrechen. Also wir werden nochmal eine Zerstörungsrunde fahren oder zwei. Aber das wird nicht einbrechen. Genau, das ist der tragende IKEA-Schrank, wie Throne korrekt einwirft. Der trägt das Dach, das gesamte. Glaube ich auch. Zickzack Zerstörung. Oh, ich kann den Kühlschrank nicht. Der Kühlschrank immunisiert Wände. Da kann ich nichts kaputt machen. Da konnte ich nicht durchlaufen. Diese verfluchten, stabilen Kühlschränke. Ich sag's euch. Ja, die neuen können bis zu 100 Kilogramm pro Platte tragen. Sagen sie. Hier beweisen sie es gerade eben. Also, letzte Zerstörungsrunde. Das hier kann ich aber komischerweise kaputt machen. Also ich habe jetzt de facto so ziemlich alles, was außen ist, zerstört. Also da wird nicht viel passieren. Das wird nicht kaputt gehen. So, ran an den Speck, Freunde. Und ihr kniet euch natürlich ab, dass die hinteren auch noch wirken können. Ich glaube auch, dass der Kühlschrank bestimmt das Haus zusammenhält. Das macht absolut Sinn. Da haben wir unsere beiden Betäubungswaffen-Dudes. So, dann sind wir hier bereit für den Angriff. Und er kann auch weiter die letzten Wände hier zerstören.
Aber ich glaube, man würde auch von so einer Indie-Engine einfach zu viel verlangen, wenn das Ding jetzt hier tatsächlich einstürzen würde. Also, ich würde es feiern, aber ich erwarte es nicht. Unwahrscheinlich. Da haben wir so einen Alien. Direkt betäubt. Direkt betäubt. Das ist ja gar keine Tür. Es sah für mich kurz wie eine Tür aus. Aber ganz im Ernst, diese Betäubungswaffen sind alles andere als schlecht. Also die haben ja auch... Also es ist noch schwer abzuschätzen, wie ich finde, wie viel Betäubungsschaden ein Alien aushält. Ich hoffe, dass man das irgendwann mal auch ein bisschen besser erkennt, weil ich erkenne es momentan noch nicht. Aber sie gehen sehr, sehr schnell down. Durch die Betäubungswaffen. Ja, geh dahin. Abknien, 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 abknien. Hey, Arkadol. Ja, wir sind schon fertig. Das Spiel hatte ein paar komische Soundbugs und wir hatten es sehr schnell durchgespielt in dem von mir gewählten Spielmodus. Also wir hatten gewonnen. Ist noch ein bisschen unbalanced, um es mal so zu sagen. Also zu leicht zu gewinnen, wenn man es weiß wie. Zumindest wie gesagt in diesem einen Spielmodus. Aber mir persönlich hat es eigentlich ganz, ganz Spaß gemacht, ne? Also ich fand es ganz nett. Geh da hin. So. Ja gut, jetzt kommt halt einfach mal rein, ne? Natürlich. Ich habe den Falschen gewählt. Aber er hat es trotzdem geschafft, wohin zu kommen, wo er nützlich ist. So, der letzte Versuch. Ja, also guck mal, der unzerstörbare Kühlschrank, er ist nicht zerstörbar. Das hier kann ich zerstören und das hier, aber den Kühlschrank nicht. Und den Schrank auch nicht. Gut, dann wissen wir das jetzt. Also Gebäude können nicht einstürzen. Da wurde gerade eben da oben einer weggeballert. Ungünstig. Okay, dann gehst du mal hoch, ne? Oh, warte mal. Jetzt muss ich so machen. Hi. Okay, hier ist niemand. Das ist interessant. Ist nicht gerade hilfreich, dass diese Typen da jetzt rumstehen. Du musst nachladen und kommst dann hoch. Geh du dahin. Geh du dahin. So und so und so. Ja, komm, geh da hoch.
Hey, warum? Dass die immer auf die falsche Stelle laufen müssen. Ja, komm, wir können eigentlich schon aufmachen, ne? We have contact, we have contact. Abknien. 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 Und ballern. Und ballern. Und ballern. Das war's aber noch nicht. Das war es noch nicht. Dann gibt's hier noch einen drin. Oder eins höher noch. Kann natürlich auch noch eins höher sein. Hä? Der ist nochmal runtergegangen. Okay. Ja, dich brauche ich jetzt hier auch nochmal. Guck mal her. Randaliere durch. Nächste Runde. Kannst du den Menschen nicht einfach betäuben, damit er keinen Blödsinn macht? Das ist eine gute Idee. Ich guck mal gleich, ob ich das kann. Da ist er. Er ist bewusstlos. Das geht. Cool. Habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Hi. Könnte sogar schon der letzte sein, wenn wir Glück haben. Wir haben kein Glück. Seit wann haben wir Glück? Sind wir mal ehrlich. Wir haben doch kein Glück. Ich gehe trotzdem schon hoch. Au! Lass das, ich hasse das. Ich probier's mit ihm. Ach, der hat keine Bewegungspunkte mehr, der hat gerade schon gehandelt. Mission abgeschlossen. Mission abgeschlossen. Das ist erledigt. Erst hatten wir kein Glück und da kam man noch Pech dazu. Ja, so ein bisschen. Aber das Gute ist, dass es nicht schlimm ist, nur weil jemand blutend die Mission beendet. Die überleben das. Aber das wäre tatsächlich vielleicht sogar eine Option, Leute, um die Panik niedrig zu halten. Also ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das geht. Aber wenn man wirklich dann die Zivilisten betäubt, um das zu verhindern, dass die Aliens sie töten, und man dadurch die Panik senken kann oder verhindert, dass die Panik noch weiter steigt durch das Töten der Zivilisten, wäre das alleine schon eine interessante Option. Genau, das nehmen wir den Zivilisten zum Verhör mit. So gehört sich das. Ja, kaum Verletzte. Warte mal. Gefangener, Sektone, Sektone, Metallic Leiche. Okay, okay, okay. Gefangene Zivilisten. Es wäre lustig, wenn noch drin steht. Gefangener Zivilist, aber nee, das gibt's nicht. Das wäre es noch gewesen, ey, ich sag's euch. Okay, oh, wir können natürlich jetzt noch den Sektonen verhören. Aber dazu wird es immer noch keinen Text geben. Da bin ich sehr, sehr sicher. Äußerst sicher. Sag mal, wie viele UFOs hier rumfliegen. Hier ist ja reger Verkehr. Hier kann man nicht in Ruhe forschen. Psionische Triangulation, Körpergröße klein. Ja, okay, gibt's auch noch keinen. Also auch alles bei Meilenstein 2.
und keine weitere Forschung mehr möglich. Gut, Freunde, dann soll es das für heute gewesen sein. Wir sind mit Xenonauts 2 fürs Erste durch. Falls ihr euch das Game noch holen wollt, ne, gibt einen Rabattcode. Der tickert immer wieder durch. Ich weiß nicht, ob ihr den mit Ausrufezeichen Rabatt aufrufen könnt. Im Zweifelsfall, nee, ist leider der falsche drin. Müsst ihr aber uns einfach mal beim Chat hochscrollen. Ich glaube, das war vorhin erst. Genau, da ist er bei Stream Elements. Sekunde, ich zeig's euch gerade eben nochmal. Also, falls ihr euch das Game holen wollt, ne, gibt noch einen schicken Rabatt. Der ist nicht mehr lange gültig, nur noch ein paar Tage. Bis zum 25. ist es so günstig. Danach ist der Rabattcode verflogen. Ich schicke euch jetzt weiter. Gutes Nächtle. Und ich bin wieder live am Wochenende. Weiß nicht, ob früher. Mal gucken, ihr erfahrt's. Gutes Nächtle alle miteinander. Schön, dass ihr da wart. Danke für den schönen Abend. Und ich guck mal, wer euch heute noch verdient hat. Vielleicht gibt's ja noch jemanden, der Xenonauts spielt, den ich kenne. Keinen, den ich kenne. Dann raide ich einfach nochmal wohin, wo wir am Wochenende waren. Mal überlegen. Genau, also grüßt Baso von mir, die habe ich am Wochenende leicht kennengelernt.